Jupp Heynckes kehrt mit dem FC Bayern auf die Champions-League-Bühne zurück. Am Mittwoch spielen die Münchner gegen Celtic Glasgow. Für Trainer Heynckes ist es das erste internationale Spiel seit dem Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund. Der 72-Jährige ist ein echter Experte für die Königsklasse. Seitdem der Wettbewerb 1992 aus dem Europapokal der Landesmeister hervorging, nahm Heynckes nur dreimal teil und erreichte immer das Endspiel. 1998 gewann er mit Real Madrid gegen Juventus Turin, genau wie 2013 mit Bayern gegen den BVB. Einzig 2012 musste Heynckes eine Finalniederlage einstecken. Seine Bayern unterlagen Chelsea im eigenen Stadion auf dramatische Weise. Im Herbst 2017 ist der deutsche Rekordmeister vom Triumph in Europas Eliteklasse noch weit entfernt. Nach der Niederlage in Paris geht es erst einmal darum, sich ungefährdet für die K.O.-Phase zu qualifizieren.